Michael Henke, die Aufgabe ja, war sehr, sehr schwer. 1899 Hoffenheim mitten im Abstiegskampf. Die Schanzer gerettet in dieser luxuriösen Situation. Trotzdem hat sich die Mannschaft super verkauft. Das Spiel ging hin und her und heute ist das Pendel ja, zu Seiten 1899 Hoffenheim ausgeschlagen. Hätte aber auch anders ausgehen können, oder? Ja, das Spiel darfst du nie verlieren. Also da bin ich absolut überzeugt von und deshalb ärgere ich mich auch nach dem Spiel, weil was Schlimmeres als unnötige Niederlagen gibt es fast nicht im Fußball. Klar hat uns auch der Nyland im Spiel gehalten durch zwei, drei Aktionen, aber trotzdem, wir hatten ja dicke Chancen, alleine Pascal Groß zweimal vorm Torwart. Also das Spiel dürfen wir nie verlieren. Wenn es unentschieden ausgeht, okay, kann man sagen, die hatten auch ihre Möglichkeiten, haben Elfmeter verschossen. Aber ansonsten von der ganzen Art und Weise, auch wie wir gespielt haben, das war wirklich sehr gut und hätte dementsprechend auch einen Punkt verdient gehabt. Inwieweit ist das für einen Trainer schwierig dann zu reagieren, wenn ein Außenverteidiger signalisiert, es geht nicht weiter? Danny da Costa zum Glück Entwarnung, es scheint wohl nicht ganz so schlimm zu sein. Leichte Außenbandverletzung, wahrscheinlich nächste Woche wieder dabei. Aber dass man da umstellen muss, war das in irgendeiner Art und Weise schwierig? Na, eigentlich nicht, weil wir haben natürlich mit Sutti super Spieler auf der Bank gehabt und ja, mit dem Koka auch noch jemanden, der auf der Außenseite spielen kann. Da haben wir Gott sei Dank Personal. Sutti hat darauf gewartet, dass er wieder mal Spielpraxis kriegt. Und denke mal, hat es auch gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Da sind wir Gott sei Dank schon ein bisschen vorbereitet und haben nicht nur 11 gute Spieler, sondern wirklich auch einen anständigen Kader von 18, 19 Spielern. Jetzt haken wir das Spiel ab und schauen nach vorne. Jetzt will der Fußballgott es so, dass der FC Bayern, der große FC Bayern, nächste Woche die Chance hat, deutscher Meister zu werden in Ingolstadt. Wie können wir das verhindern, dass wir die Weißbierduschen, die wir letzte Saison gefeiert haben im Aufstieg, diese Saison nicht erleben bei uns? Ja gut, wir sollten das den Bayern sehr, sehr schwer machen, so ähnlich wie im Hinspiel auch, wo, glaube ich, die Bayern schon gemerkt haben, dass es unangenehm ist, gegen uns zu spielen und eigentlich glücklich gegen uns gewonnen haben, sage ich mal so. Das hätte auch ein bisschen schwieriger noch werden können. Daran sollten wir uns erinnern und jetzt gerade in der Rückrunde läuft es ja zu Hause besser als auswärts und entsprechend sollten wir denen richtig Paroli bieten. Ich bin sowieso davon überzeugt, dass sie Meister werden. Ich gönne es auch den Bayern, haben sie auch verdient aufgrund der starken Saison. Aber muss nicht unbedingt in Ingolstadt passieren. Und von daher, glaube ich, wird es für die Bayern eine interessante Woche. Erst gegen Atletico am Dienstag und dann Samstag, hoffe ich, ein ähnlich schweres Spiel bei uns in Ingolstadt. Dann freuen wir uns auf ein letztes Fußballfest in der Bundesliga, bevor es dann in die Sommerpause geht. Und ja, vielen Dank, Michael Henke. Alles klar, danke. Örjan Nyland, wie bitter ist es, so ein großartiges Spiel zu machen, für die Schanze Elfmeter zu halten, diverse Großchancen zu halten und ja, mit leeren Händen jetzt nach Hause fahren zu müssen? Richtig bitter, weil wir haben auch viele Chancen für Tore zu machen. Und, ja. Aber sie haben eine besser benutzt als wir und dann ist es so. Aber ja, richtig bitter. Insgesamt ja, war das ein großartiges Spiel, haben wir nach vorne von uns auch viele Chancen gehabt. Dann diese Elfmetersituation für Hoffenheim, wo der Schiedsrichter auf Elfmeter entscheidet. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ja, nur, dass ich habe meine Vorbereitung gemacht und ja, wir haben viel Zeit benutzt vorher in dieser Situation. Also er muss viel warten, für Elfmeter zu schießen und ja. Es hat alles geklappt und ja, das war schön, aber richtig bitter, dass er reicht nicht für einen Punkt oder drei. Jetzt hast du wieder ein Spiel über 90 Minuten gemacht, wahrscheinlich sehr wichtig für dich trotzdem, Spielpraxis zu sammeln. Ja, es gibt ja noch ein paar, zwei Spiele in der Bundesliga, wo Örjan Nyland endlich mal einen Dreier mit den Schanzern dann gewinnen kann? Ja, das wollte ich gerne machen und wir wollen auch mehr Punkte holen und ja, heute hat es nicht geklappt und ja, dann haben wir ein großes Spiel nächste Wochenende, wo wir können gut machen und ja, vielleicht Bayerns feiern ein bisschen was heißt das? Von der? Ja, genau. Ein Wort noch zu unseren Fans hier auch in Hoffenheim. Choreografie vor dem Spiel, lautstark euch auch unterstützt. Hast du das mitbekommen?
Nein, aber sie sind immer voll Gas und ja, haut alles rein und das ist wichtig für uns. Dann eine gute Heimfahrt und bis nächste Woche. Dankeschön. Stefan Ex, das Spiel bei 1899 Hoffenheim hat wunderbar begonnen für die Schanze, auch speziell für dich mit dem Tor. Wie hast du die Anfangsphase erlebt? Ja, ich denke, wir waren von Anfang an eigentlich gleich gut im Spiel, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten einmal wieder auswärts in Führung gehen, das ist uns gelungen und dann haben wir aber leider 10, 15 Minuten, wo wir nicht so ganz so griffig waren wie am Anfang und in der Phase fangen wir dann als 1-1 und dann denke ich, war es gerade in der zweiten Halbzeit ein offener Schlagabtausch, wo beide Teams unbedingt gewinnen wollten. Also ich denke, der Wille ist der Mannschaft auf keinen Fall abzusprechen. Wir hatten auch die Chancen, so viel wie wahrscheinlich auswärts schon lange nicht mehr. Haben aber leider es wieder mal nicht geschafft, ein zweites Auswärtstor zu schießen und von daher dann mit 0 Punkten müssen wir jetzt die Heimreise wieder antreten, leider. Ich weiß, du sprichst nicht so gerne über dich selbst, trotzdem, wie wichtig ist es auch für dein Seelenleben, dass du 90 Minuten durchgespielt hast, auch jetzt ein Bundesliga-Tor nachlegen konntest und eine insgesamt gute Leistung abgeliefert hast? Ja, ich freue mich über jede Bundesliga-Minute, die ich spielen darf, von daher sind 90 immer schön. Dass der Name wieder vom Tor geklappt hat, freut mich auch. Allerdings war die Freude dann nach 90 Minuten nicht mehr so groß, weil wir das Spiel leider nicht gewonnen haben. Ich hätte der Mannschaft gern mit einem Tor zu mehr als 0 Punkten verholfen. Nächste Woche gibt es ja die nächste Chance auf den Dreier, auch wenn die Aufgabe auf dem Papier fast unlösbar scheint. Aber wie wollt ihr diese Mission Impossible angehen zu Hause im Audi Sportpark, dass man ungeschlagen bleibt 2016? Naja, zum einen das, zum anderen haben wir schon im Hinspiel gezeigt, dass wir auch dem FC Bayern Probleme bereiten können. Und ich denke, wenn wir es ähnlich angehen, dann haben wir zu Hause wieder Chance. Und nach dem heutigen Tag ist klar, dass wir nicht durch sind. Von daher wollen wir nicht so schön die Meisterfeier letztes Jahr bei uns war, dass eine fremde Mannschaft bei unserer Meisterfeier hat. Viel Erfolg dafür. Danke.